Hallo zusammen. Ich hoffe, ihr könnt mich hören wegen dem Wasser. Aber ich möchte euch heute mal wieder eine Art vorstellen. Und zwar ist es der späte Königskerzenmönch Cucullia Lychnidis. Ein typischer Mönch, Mönchsvertreter. Also die Rauben, ich würde sagen, ein typischer Mönch. Mag ja diese Erdengruppe sehr gerne. Und auch hier wieder. Es ist eine Art, die eher ruderale Plätze, trockenwarme ruderale Plätze bevorzugt und da auch besiedelt. Der Name sagt schon, die Art frisst an Königskerze. Und ich stehe jetzt hier vor einer, direkt hier am Flussufer. Und ja, wie gesagt, also es ist ein eher ruderaler Standort. Wenn ich mich hier umschaue, hier sind noch einige von diesen Königskerzen gestanden, wo auch Raupen dran waren. Wir haben hier angrenzend so ein bisschen Grünland, was, ich glaube, eher extensiv genutzt wird. Aber weiter vorne sind dann auch noch Standorte, wo wirklich kaum Nutzung stattfindet. Hier an den Hängen entlang auch alles eher ruderal. Und ich sehe auch da vorne schon die nächste Königskerze, wo ich auch wieder Raupen erwarten würde. Genau, also es gibt auch noch mehrere Arten an Königskerze, mehrere Mönchsarten auch. Das heißt, es besteht hier durchaus eine Verwechslungsgefahr. Und ja, ich möchte jetzt gar nicht so genau auf die Merkmale eingehen, weil es wirklich ja, schwierig ist. Da kann sich dann jeder vielleicht selber nochmal nachlesen, beziehungsweise die Raupen dann auch vergleichen, wenn jemand sie gefunden haben sollte. Das ist eben, wie gesagt, eine Art eher der trockenwarmen Regionen. In den meisten Stellen in Deutschland kommt wahrscheinlich der Königskerzenmönch Cucullia verbascki vor, anstatt Lychnidis. Und ist da, ja, hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, angetroffen zu werden. In dem Fall ist es eben Lychnidis. Bei dem Königskerzenmönch habe ich selbst das Gefühl, die Raupen sind eher an den Blättern unten zu finden. Bei Lychnidis jetzt selbst habe ich die Raupen überwiegend an den Blüten gefunden. Und ich möchte es euch nur mal kurz zeigen, wie gut sie auch getarnt sind hier. Wir sehen hier diese gelb-schwarz geringelten oder gepunkteten Räubchen. Das ist die Raupe von dem Mönch. Frisst eben hier meiner Meinung nach überwiegend in den Blüten. Auch hier sehen wir noch eine Raupe jetzt im Bildzentrum. Und hier oben habe ich noch eine weitere. Das heißt, wir finden dann teilweise auch gleich 2, 3 Raupen pro Pflanze. Nicht ungewöhnlich. Genau, das ist im Endeffekt schon meine Empfehlung. Ich will jetzt gar nicht zu viel Worte zu der Art verlieren. Grundsätzlich Königskerzen auf eher ruderalen, trockenwarmen Standorten lohnen sich immer mal anzuschauen. Vor allen Dingen jetzt eben für diese Art in den Blüten nachzuschauen nach diesen gut getarnten schwarz-gelb geringelten oder gepunkteten Raupen. Ansonsten in vielen Regionen Deutschlands dann auch gerne an den Blättern nochmal schauen, nach zum Beispiel dem Königskerzenmönch, der ja, da dann ähnlich gezeichnete Raupen hat und auch an diesen Königskerzen vorkommt. Ja, Gefährdung, ich brauche glaube ich gar nicht so viel dazu zu sagen. Ich sehe hier gerade noch eine weitere Raupe. Ups, und sie lassen sich auch sehr gerne sehr leicht fallen, also sie springt quasi richtig davon. Sie hängt jetzt hier in der Luft, kann man sie sehen, an einem seidenen Faden. Jetzt hat sie sich gerade fallen lassen. Als Abwehrmechanismus, wenn ein Vogel kommt, ihr zu nahe kommt, seilt sie sich ab und frisst dann einfach unten die Blätter wahrscheinlich weiter oder krabbelt dann die Pflanze wieder nach oben. Also es ist auch so ein interessanter Abwehrmechanismus der Raupen, den man oft beobachten kann, dass sobald man die Raupen berührt oder die Pflanze auch nur berührt, sich die Raupen fallen lassen. Was ich eigentlich sagen wollte, Gefährdung, letztlich fehlt es einfach an diesen Plätzen, diesen ruderalen Plätzen, die unbewirtschaftet sind. Das können Straßenränder auch sein, das können Kiesgruben sein, Parkplätze und so weiter, wo diese Pflanzen belassen werden, wo extensives Management vorherrscht, wo nicht gedüngt wird. Und das ist wirklich ganz wichtig für viele dieser Arten, die an solchen Pflanzen fressen. Genau, also im Endeffekt einfach die extensive Bewirtschaftung und auch diese Bravestadien, einfach diese Ränder, die unbewirtschaftet sind, wo sich solche Pflanzen entfalten können und ja, die dann auch wirklich wichtigen Lebensraum bieten für viele dieser Arten, die unter anderem eine Königskerze fressen, aber auch vielen anderen Pflanzenarten, die auf solchen Standorten
vorkommen. Ja, damit möchte ich es auch dabei belassen. Wünsche euch viel Glück, falls ihr es versuchen wollt. Wie gesagt, ich möchte euch nur ermuntern, einfach an solchen Standorten gerne immer mal Königskerze anschauen. Es lohnt sich oft. Und ja, vielleicht habt ihr ja Glück und findet vielleicht auch nur den Königskerzenmönch, aber immerhin. Ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal.